Heute melden wir uns aus Porto, liebe Fußballfans. Ich darf Sie recht herzlich zu diesem Spiel begrüßen. Ihre Kommentatoren sind natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns heute auf eine hoffentlich packende Begegnung. FC Porto gegen Midtjylland. Also ich freue mich auf dieses Spiel, Wolf. Ich glaube, das wird unterhaltsam und das wird hochklassig. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Der Doppelpack im letzten Spiel wird ihm zusätzlich Selbstvertrauen gegeben haben. Es wird garantiert schwierig, ihn zu stoppen. Sie sind bekannt für ihren enormen Druck, den sie immer wieder ausüben. Ja, das macht sie so stark. Dafür brauchst du besondere Spieler, die haben sie aber. Die Frage, schaffen sie es, Lücken im Rückraum zu vermeiden? Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Oliveira. Ballgewinn, gefährliche Position. Pepe. Otavio. Oliveira. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Marega, Oliveira, sie verlieren den Ball. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Und damit ist der Ball weg. Es gibt Einwurf. Kommt jetzt die Flanke? Marega, guter Vorstoß, kann was werden. Jesus Corona. Den Ball kann er klären. Oliveira.
Marega. Jesus Corona. Klasse Aktion, Ball ist weg. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Marega. Und direkt zurückgespielt. Oliveira. Und da ist der Ball wieder weg. Kann er was draus machen? Er holt sich den Ball. Marega. Schöner Spielaufbau. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Jesus Corona. Und gibt's jetzt die Führung. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja, klar, den lässt er sich natürlich mitnehmen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das könnte vielleicht was werden. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Und den spielt er gleich wieder zurück. Jetzt kann da was entstehen. Schirmt den Ball da super ab. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Was macht er draus? Na, jetzt müssen sie aufpassen. Vorne jetzt die Balleroberung. Sisto. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Die Chance jetzt. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Die Ecke kommt rein. Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht.
Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Zverchenko. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Der Ballverlust. Sie verlieren den Ball. Bemba. Oliveira. Ja, könnte was werden. Und jetzt die Chance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Gute Aktion. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Marega. Da oben, der fordert den Ball. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Ganz stark abgewehrt. Das könnte was werden. Erik Zverchenko. Schönes Zuspiel. Das ist die Chance jetzt. Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Heute auch schon mal zufriedener ausgesehen. Das war jetzt keine gute Aktion und ich bin mal gespannt, wie er nach diesem Gegentor reagiert.
Sie liegen vorne, aber jetzt kommt trotzdem noch mal ein frischer Spieler. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Marco Grujic. Das könnte was werden jetzt. Bemba. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Marco Grujic. Jetzt sind sie am Ball. Schön den Ball angenommen, obwohl die Abwehr da ist. Zverchenko. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Guter Pass jetzt. Guter Vorstoß da jetzt. Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart, gut rausgekommen. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Ball verspringt, klar, schwache Ballannahme hier, aber der Druck war auch enorm. Oliveira. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich drauf an, keinen Fehler zu machen. Oliveira. Otavio. Jesus Corona. Otavio. Marco Grujic. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Die Gelegenheit für die Flanke. Oliveira. Otavio. Ist das hier die Entscheidung? Ein unfassbares Tor. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Drei-eins heißt es also jetzt. Erik Zverchenko. Ball ist jetzt wieder weg. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. In den freien Raum. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Erst läuft der Ball richtig gut und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Sie setzen sich hier durch. Ausschlaggebend dieses späte Tor.
ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen klasse Auftritt.